Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom City Bus Manager. In der letzten Folge ist auf Linie 2 und Linie 41 der Takt ein bisschen verkürzt worden. Offscreen habe ich übrigens noch bei Linie 41 nochmal eben noch ein bisschen weiter verkürzt, weil mir ist in der Aufnahme aufgefallen. Ich habe eigentlich den Takt in der Theorie genau so gekürzt, dass das am Ende genau gar nichts bringt. Deshalb, jetzt sollte hier sich auf jeden Fall was getan haben. Die Busse habe ich auch teils welche von den Linie 1 dafür bei, ja, nenn's mal beschlagnahmt. Also, ich glaube, damit sollte eine etwas wirtschaftlichere Ausnutzung, denke ich mal, noch zustande kommen. Wenn es denn so sein soll. Wenn ich mir das so angucke, Ecitaro G, da gibt es jede Menge. Und Otto Cole will... Ui, Verkehrskontrolle. Ja. Nee, ich würde sagen, wir akzeptieren, wir sind ehrenhaft. Ich bin mir sicher, man kann da wundersweiß wie noch runter... Das Ganze, nach unten korrigieren. Aber lassen das mal so. Wer seine Busse nicht, ich nenne es mal, einen Schuss hält, der hat halt eben selber ein bisschen Pech gehabt. Aber da kann man jetzt mal eben kurz überall gucken, dass man das Ganze jetzt einmal eben korrigiert, dass die Busse auch alle in gutem Zustand sind. So, dann Depot 3. Dann einmal hier reparieren. Und hier sollte eigentlich... Oh! Zwei Busse, aber haben schon direkt einen Mangel. Wobei, wenn man legt 6500 Kilometer, 6000. Das ist nicht gerade wenig. Zumindest hier im Spiel. Und wir gucken uns mal die Bewertungen an. 5 Sterne, 5 Sterne, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Es freut mich wirklich, dass die Busse auf der Linie 4 Schinke so pünktlich fahren. Das ist heutzutage ja leider keine Selbstverständlichkeit. Dafür sind sie ein bisschen überfüllt. Deutsche Eisenbahn AG, ein großartiges, zuverlässiges und erschwingliches Busunternehmen. Freut mich zu hören, im Postfach ist jemand sehr glücklich. Und ich würde es jedem empfehlen, der eine einfache Möglichkeit sucht, sich mit kleinem Budget in der Stadt vorzubewegen. Ist auch auf alle Fälle schön zu hören. So. Dann ist jetzt hier die große Frage. Was machen wir am besten? Der Tag bricht jetzt gerade herein. Es ist Samstag. Wir haben noch eine gute Bewertung. CO2-Bilanz, das wird mit der Zeit besser. Einsatz von E-Bussen, das wird auch mit Garantie auch demnächst nochmal besser. Umweltprämie, 12%. Naja, also man muss nicht unbedingt drauf achten. Wenn man sich das anguckt, ungefähr, ja gut, wobei hier waren auch mal knapp 5000. Ja, was sind 5000? Das ist halt immer auch so eine Sache. 5000 ist hier eigentlich gar nichts. Bewertung. Mit dem Bus in der Deutschen Eisenbahn AG macht Busfahren richtig Spaß. Ja, schön zu hören. So, der tägliche Verbrauch. Gut, dass man den Wert, glaube ich, nochmal in die Höhe geschossen hat. Der ist nämlich gestiegen. Und mal gucken, wann hier das erste Mal wieder selbst produziert wird. Bei um 5 Uhr morgens, ich glaube, da kann nicht viel kommen. Der wartet auf seine Reparatur. Ich glaube, wir bräuchten eventuell womöglich sogar noch eine Werkstatt. Das kann durchaus sein. Aber zuallererst gucken wir mal nach Spinde. So, einfach, dass wir was haben für unsere Busfahrer.
natürlich mitten in der Werkstatt sich umziehen. Ich glaube, das ist nicht sonderlich BG-konform. Wobei, der wäre es vielleicht sogar noch relativ egal, aber... Ah, hier darf ich weitersetzen. Auch gut zu wissen. Und jetzt hier weit. Hier weiter. So, und hier lassen wir einfach mal einen etwas breiteren Gang. Dann sollte das auch durchaus so funktionieren. Auch hier einfach einmal dran langlegen. Hier einmal entlang legen. Natürlich sehe ich jetzt nichts. So, von hier aus, glaube ich, kann man wieder ein bisschen besser gucken. So und so. Sehr schön. Jede Menge Spinde. Dann kann man weiter Busfahrer einstellen, die einigermaßen das hoffentlich versprechen, was zumindest wonach sie aussehen. Einfach, dass die Fahrer nicht ganz so überlastet sind. Minus 41.000. Ui. Das, da ging einiges an Geld momentan drauf. Aber wir produzieren den ersten Strom selber. Das ist auf alle Fälle schon mal nicht verkehrt. Ganz bisschen, ganz leicht wird verkauft, aber... Wenn man sich anguckt, dass wir allein schon 5.000 gekauft haben. Eieiei. Das ist ein ganzer Schwung. Ansonsten. Schließe 6.750 Fahrten erfolgreich ab. Das kriegt man, denke ich, nochmal hin. Erreiche 14.148 aktive Wochenkarteninhaber. Ja... Das wird, glaube ich, noch lustig. Obwohl, preislich sollte das eigentlich im Rahmen sein. Also, es könnte möglich sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Wobei, wo macht das Service Center auf? Ich glaube, ab 8 Uhr. Gut, das heißt, ab 8 Uhr kann sein, dass der Wert stark nach oben geht. Kann auch sein, dass jetzt ab Montag gezählt wird. Das kann auch sein. Aber die Service-Mitarbeiter kommen so langsam an. Die stellen sich hier auch brav an. Ne, das sind erstmal nur Angestellte. Ah, da kommen die Kunden. Und alle kaufen ein Wochenticket. Aber gut, günstiger können sie es wahrscheinlich nirgends kriegen. Gut, das 49-Euro-Ticket vielleicht. Das ist vielleicht noch so eine Sache. Das könnte vielleicht noch Konkurrenz bilden, aber sonst... Moment. Also der Wert sieht hier auch sehr interessant aus, vom Balken her. 12.000 aktive Inhaber. 14.148 brauchen wir. Ich habe kurz gedacht, das wäre 12, noch was. Ja gut, wir lassen das einfach mal machen. Das wird schon irgendwie. Ich fand das Busunternehmen Deutsche Eisenbahn AG immer zuverlässig. Die Busse sind immer pünktlich. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Busunternehmen. Also würde ich es jedem empfehlen. Ist auf alle Fälle schön zu hören. 69% eigene Produktion. Da wollen wir natürlich noch in die Höhe treiben. So wäre es zumindest schön. Aber da müssen wir abwarten. So, ansonsten, wir gucken mal nach. Linie 41 Westerberg. Also momentan sieht es ein bisschen besser aus. Das ist zumindest schon mal nicht verkehrt. Also, zumindest von diesen Stationen her. Wer weiß, wie sich das zuvor kurz entwickelt hatte. Gut, man muss fairerweise sagen, es ist nicht Hauptverkehrszeit. Also von daher, kann sein, dass eine richtige Überlastung noch ein bisschen dauert. Sieht aber zumindest schon mal nicht schlecht aus. Eine Minute Verspätung, da kann ich an sich mit leben. 64 Leute.
Zumindest jedenfalls nicht ohne. Aber momentan geht's. Also noch können wir an sich alle mitnehmen. Gut, Hauptverkehrszeit, da müsste man vielleicht nochmal nachschauen, wie es dann aussieht. Aber so im Großen und Ganzen. Wir fahren zwar im roten Bereich teils, aber wir kriegen noch alle mit. Ja doch, das sieht an sich eigentlich nicht verkehrt aus. Da kann man sich mehr oder weniger nicht beklagen. Linie 2 Altstadt. Ja gut, ist sowieso immer viel los. Aber klappt momentan auch einigermaßen ganz gut. Und Linie 44. Gut, wenn der Bus gleich durch die Altstadt fährt, dann wissen wir mehr. In der Regel sind wirklich die 95 Plätze auch wirklich voll. Okay. Ziffer macht er denn das? Ja gut, wir lassen es mal so stehen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber da werden wir mit Sicherheit nochmal irgendwie zurechtkommen. Ja, man fährt, glaube ich, hier wirklich hart an der Grenze. Bei Linie 2, 41, 44, aber man kann, denke ich mal, noch mitarbeiten. Ja gut, wir fahren eigentlich etwas weit über der Grenze. Aber gut, das wird schon irgendwie. Ansonsten 60.000, das ist auf jeden Fall schon mal ein nettes Sümmchen. Da sag ich zumindest für meinen Teil schon mal nicht nein. Könnte man eventuell mal gucken. Wie viel würde denn eigentlich zum Beispiel so einer kosten? Knapp 40.000. Es gibt ja so ein bisschen ja das Problemfall Linie 12. Linie 12 Schöllerberg. Irgendwo hier hinten. Also zumindest so viel ich weiß. Das sah gerade ein bisschen merkwürdig aus. Also da gucken wir uns gleich mal eben den Linienplan mal eben an. Das, ich glaube, das kann ich so nicht stehen lassen. Wobei, mittlerweile ging's irgendwie, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber ich müsste mal eben die Linie mal eben kurz bearbeiten. So, Kreishaus Zoo. Kann sein, dass wir zuvor irgendwie Klump oder so abfahren. Was macht die alte Stelle da drin? Nach Klump soll zum Hauptzollamt gefahren werden. Nein. Abbrechen, abbrechen. Ja, Änderungen verwerfen. Linie 12 mal eben. Also hier war jetzt ein Fehler drinne. Die müsste rausgelöscht werden. So. Nein. Das sollte jetzt hoffentlich passen. Ich bestätige einfach mal, das altbewährte. Könnte so hoffentlich funktionieren. Die Bewertungen, 5 Sterne, hier 4 Sterne, ansonsten wunderbar. Und vom Strom her sind wir auch momentan gut dabei. Aber ich würde noch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.